Herzlich willkommen im Meister Frickes Bastelbude, Projekt T4. Diesmal geht es um die elektrische Wasserpumpe von meiner Standheizung. Die scheint nicht zu funktionieren. Sie dreht zwar, zumindest macht sie Geräusche. Sie schafft es wohl nicht, die Wärme, die die Standheizung herstellt, durch den Motor zu spülen. Warum, versuchen wir in diesem Video festzustellen und eventuell zu reparieren. Ja, nicht lange schnacken. So, Freunde der Nacht, wir sitzen jetzt hier unterm T4 und dort oben sitzt die Wasserpumpe, die elektrische. Hier ist der elektrische Anschluss. Dort ist ein Anschluss und hier ist der andere Anschluss. Wir werden sie jetzt ausbauen und dann mal gucken, was damit ist. So, ihr könnt es wahrscheinlich fast gar nicht sehen. Hier hinter, wo ich am Fummeln ist, die Wasserpumpe. Als allererstes mache ich jetzt erstmal den elektrischen Stecker ab. Das war dieser hier. Dann wird die Pumpe in die Richtung rausgezogen, nachdem der Stecker ab ist. So, da haben wir das gute Stück. Da ist der Stecker. Hier sind die beiden Leitungen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich kommt jetzt das ganze Wasser entgegen, weil wir direkt auffangen werden und dann einfach hinterher wieder zurückkippen. Ist jetzt die schnellste und einfachste Lösung. Die Federn habe ich jetzt beide los und jetzt drehen wir erstmal, da kommt schon ein bisschen Wasser, jetzt drehen wir einfach einen ab und dann lassen wir Wasser in den Eimer laufen. Mal eben schnell einen Haken gemacht. Ich sehe schon, komm gleich, bin ich nass. So, wie ich jetzt gerade feststelle, frage mich nicht, wo die Geräusche herkommen. Jedes Mal, wenn du Wasser hast, hupt das Ding wie eine ganz normale Hupe. So Leute, ich bin ein bisschen vorbereitet. Ich habe mal bei eBay und Co. so ein Übergangsstück gekauft. 20 mm. Das würde auch passen für die Zuheizung, um die miteinander zu verbinden. Oder jetzt in diesem Falle kann ich die Schläuche einfach miteinander verbinden. Und bis mein Ersatzteil da ist oder ich es repariert habe, könnte ich dann natürlich das Fahrzeug weiter benutzen. Das baue ich gleich auch alleine nur ein, damit mir das Wasser nicht weiterhin ausläuft. Scheiße. Richtig scheiße. Naja. Ich hab die Hose nass. Naja, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr darum kümmern, ob da was daneben läuft oder nicht. Ist jetzt auch scheißegal. So, weil wir jetzt nicht einfach hingehen und das Ding austauschen, das hat ja Geräusche gemacht, probieren wir es einmal aus. 12 Volt Batterie von einem Motorrad angeschlossen, plus minus. Laufen tut sie ja, man hört es.
So passiert nichts. Wie ihr seht, fördert sie mal richtig. Das heißt, ich habe sie umsonst ausgebaut und muss jetzt feststellen, wo der Fehler liegt. Naja, für euch gut, ihr wisst jetzt, wo es ist, wie man sie ausbaut, und ich baue sie jetzt einfach wieder ein. Weil sie war ja nicht kaputt. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, wo der Fehler liegt. So, wie ihr im Hintergrund hören könnt, läuft das System mittlerweile fast 30 Minuten. Also ich kann auf der sicheren Seite sein, dass es funktioniert. Die Pumpe läuft. Sie war wahrscheinlich gar nicht erst kaputt. Ich hatte wohl einen Denkfehler. Und beim Ausbau der Zuheizung habe ich ja Wasser abgelassen. Danach habe ich Wasser wieder aufgefüllt und dann hat sich wohl im System eine Luftblase gebildet, die auf die Pumpe lag. Das bedeutet, die Pumpe hat ins Leere gelaufen und konnte dann das Wasser nicht weiterführen und damit das System spülen. Ich bin jetzt hingegangen, habe das System wieder voll Wasser gemacht, habe den Motor einmal laufen lassen, so lange, bis er seine 90 Grad erreicht hat und das große System gespült worden ist. Damit war die Luftblase weg. Habe das Gerät, habe die Zündung ausgemacht, ausgelassen, die Zuheizung eingeschaltet und siehe da, es funktioniert. Gut, die Arbeit war umsonst, aber ihr konntet sehen, wie die Pumpe eingebaut wird, geschweige denn ausgebaut wird und wie ich mich versaut habe. Naja, kann mal passieren. Ich hatte Gott sei Dank noch Kühlflüssigkeit da und konnte das System da wieder vernünftig auffüllen. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Außer über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Abonnieren dürft ihr meinen Kanal natürlich auch. Und ansonsten gebe ich nichts weiter zu sagen, außer See you later, Alligator. Euer Meister Frickel. Haut rein.